Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expansive Legacy. In diesem Format stelle ich euch in jeder Folge eine Karte mit einem Mindestwert von 20 Euro vor. Sollte die Karte im Laufe der Zeit an Wert verlieren, speziell wenn ihr das Video lange nach dem Upload seht, dann bitte ich das zu berücksichtigen. Die Karte, um die es heute gehen soll, ist Drollbird. Viele von euch werden nun womöglich verdutzt gucken und sich fragen, aus welchem Loch ich diese Karte gezogen habe, denn die Karte ist, genau wie das Set, aus dem sie stammt, tatsächlich relativ unbekannt. Im TCG erschien die Karte als Rare sowie als Super Rare im World Championship Promo Pack 2011, von dem ich auch selbst zwei Booster hier auf dem Kanal geöffnet habe. Das Video dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Abgesehen davon ist die Karte ausschließlich im sogenannten Booster 1, welche die Nachfolgereihe der Volume Packs darstellt, erschienen und erhielt auch im OCG dementsprechend nie einen Reprint. Mein Exemplar ist super rare und hat einen Wert von sage und schreibe 40 Euro zum aktuellen Zeitpunkt. Alles in allem kann man wohl sagen, dass der Drollbird zwar ein Oldschool-Monster ist, wie es im Buche steht, auf der anderen Seite allerdings auch keinen besonderen Augenschmaus darstellt. Nichtsdestotrotz, in Sammlungen wird man den wahrscheinlich kaum finden. Was haltet ihr von der Karte? Habt ihr sie selbst? Kennt ihr jemanden, der sie hat, oder war sie euch vollkommen unbekannt? Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Expansive Legacy und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.